Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Skat-Geschichte. Bevor ich euch da ein paar Jahre in die Vergangenheit entführe, möchte ich zuerst noch mal einmal in die Runde fragen: Habt ihr denn alle schon das Skat-Lernset besorgt für eure Lieben? Eine bessere Geschenkidee gibt es, wenn ihr mich fragt, nämlich überhaupt nicht. Wer das getan hat, dem sage ich schon mal herzlichen Dank. Wer es noch nicht geholt hat, den bitte ich, das jetzt nachzuholen. Kauft am besten so viele, wie ihr tragen könnt. Das ist meine Empfehlung. Dann kommen wir jetzt mal zu dieser Verteilung. Das ist so 8 oder 9 Jahre her. Da bekam ich interessanterweise innerhalb von 4 Wochen dreimal an gleicher Position die nahezu exakt identische Kartenverteilung. Jedes Mal saß ich in Vorhand, jedes Mal hatte ich Kreuz und Karo Bube. Einmal Ass 10 Lusche, einmal Ass Doppel Lusche, ein drittes Ass mit der Lusche und in der vierten Farbe 2 Luschen. Die wurden selbstverständlich gedrückt, das versteht sich, denke ich, von selbst. Und mit dieser Riesenkeule in Vorhand, wie gesagt, bei Passe, Passe, habe ich natürlich jedes Mal den Grang gespielt. Das erste Mal fielen die Buben verteilt, Kreuz stand 2-2, Herz stand 2-2. Damit habe ich dann nur 2 Stiche abgegeben, eine Herzlusche, eine Karolusche. Das Spiel wurde Schneider. Soweit so gut, soweit so unspektakulär. Jetzt zeige ich euch aber mal, was dann beim zweiten Mal passiert ist, ungefähr eine Woche später. Das war beim Elmenhorster Clubabend. Da bekam ich diese Karte, spielte wieder Grang, eröffnete das Spiel mit dem Kreuz Buben. Wenn die Buben jetzt kommen, ist das Spiel natürlich sofort gewonnen. Wenn nicht, ist es aber noch lange nicht verloren. An jedem Abend fielen die Buben nicht. Jetzt kann man sich hier übrigens schon durchaus Gedanken machen, wie das Spiel fortzusetzen ist. Entweder über die Dörfer gehen, oder tatsächlich vielleicht sogar den Karo Buben rausspielen. Aber Karo Bube raus, gewinnt er das Spiel mit Sicherheit? Nein, tut er nicht. Da können natürlich 14 Augen dann fallen. Danach, wenn Pik 4-1 steht, 28 in Pik. Und da können dann noch eine 10 und 2 Könige gewimmelt werden. Das wären schon 60. Selbst wenn Pik nicht 4-1 steht, kann dann noch ein Zwischenzug in der roten Farbe kommen. Das heißt, Karo Bube gewinnt nicht automatisch das Spiel. Auch insofern denke ich, es ist wirklich aussichtsreicher, hier über die Dörfer zu gehen. Gerade wo eine Kreuz-Lusche abgetragen wurde, wenn jetzt Kreuz nicht 3 zu 0 steht, dann kriege ich beide Kreuz-Bilder sehr wahrscheinlich und Kreuz-Lusche macht dann auch einen Stich. Das sollte also der aussichtsreichste Weg sein. Das Glück war mir an jedem Abend aber nicht vergönnt. Kreuz stand ebenfalls jetzt zu dritt bei dem Spieler, der die beiden Buben hatte. Jetzt also 15 Augen. Es ist wieder zu überlegen, ob jetzt anders fortgesetzt wird, als über die Dörfer zu gehen oder auch jetzt Herz oben unten zu spielen. Aber es führt schlicht, wo die ganzen Piken fehlen, kein Weg dran vorbei, dass es keinen sicheren Siegweg gibt. Und ich denke, es bleibt weiterhin intakt, dass die beste Variante ist, hier die Vollen zu ziehen. Eben flog ja da schon eine Herzlusche, das heißt, es sind gar nicht so viele Luschen im Spiel. Irgendwann kommen zwangsläufig auch die Bilder. Nach diesem Stich bin ich jetzt bei 28 Augen. Auf Herz Ass fielen jetzt auch dann schon 2 Bilder. Das sind dann 46 Augen. Jetzt gewinnt das Spiel dann, wenn es auf das Karo Ass der König fällt, direkt mit 61. Wenn nicht, ist dann die Hoffnung, dass ich mit der Karo Lusche den Spieler hier anspiele und danach noch einmal meinen Buben auf Pik verstechen kann. Soweit also die Idee. Herz 10 vermute ich natürlich bei dem Spieler mit den Buben, denn dass der Spieler hier aus Lusch König 10 zuerst die Lusche abgeworfen hat, das glaube ich eher nicht. Also schon so ein kleines Indiz, die Chance ist größer, dass die Karo 10 bei meinem Freund hier vorne steht, als die Herz 10. So, war natürlich an jedem Tag alles gegen mich verschworen. Auch in Karo bekam ich nicht den König, sondern nur die Dame. 60 Augen. Also jetzt der anvisierte Plan. Wenn es geht, denjenigen ans Stich bringen, der nicht den Buben hat. Doch das hat einfach nicht sollen sein. Karo 10 bei dem Mann mit dem Buben. Damit ist natürlich klar, was jetzt passiert. Pik, Bube, Abzug. Upp. Reihenfolge der Reststiche eigentlich nicht mehr so interessant. Ich zeige es hier doch nochmal. Herz 10 stand also auch da. Auch damit hätte ich keine Chance gehabt. Pik Lusche hier. Der Kollege hatte 4 Pik, hat die Pik Lusche erst noch zurückgehalten, damit er seine Viererlänge nicht zerstört. Hat mir so gesehen ein Bild geschenkt. Das hat mir hier nur noch gerade gar nichts genützt. Da ist tatsächlich 60 Augen dann.
waren und blieben. Das war jetzt der letzte Stich und jetzt ging es natürlich los. Ärgern, ärgern, ärgern. Und dann die Frage, was hätte ich denn jetzt hier eigentlich besser oder anders machen können? Das war jetzt natürlich das Spiel des Abends und wurde auf der Rückfahrt, halbe Stunde Autofahrt, ausgiebigst diskutiert mit meinen Mannschaftskollegen Kai und Dirk. Hättet ihr es denn auch so gemacht? Wie hätte ich das Spiel gewinnen können? Logischerweise haben wir schnell rausgefunden. Wenn ich in dem Fall den Buben nicht gezogen hätte, hätte ich das Spiel gewinnen können. Einfach die vier Vollen wären alle gelaufen, dann Herz Lusche raus, damit ein Herzstich hochgespielt. Und weil ich dann den Steuermann, den Kreuz Buben noch in der Hand gehabt hätte, hätte ich den extra Stich gemacht, wenn sie mich im Buben einschieben, ansonsten mit dem Karo Buben. Also auf jeden Fall das Spiel gewonnen. Ist aber natürlich die Frage, will man es denn so spielen? Einfach nicht den Buben ziehen über die Dörfer, denn beim nächsten Mal sitzen die Buben dann 1-1 und Kreuz 10 wird einem abgestochen oder sogar ein rotes Ass, das wäre ja katastrophal. Also kannst du eigentlich auch nicht machen. Ja, ist es denn ein Grang, haben wir uns gefragt, sollte man vielleicht doch besser die Farbe spielen? Nein, das muss wohl schon ein Grang sein, die Karte ist zu gut. Und dann waren auch so diese Nebenwege, ja, startet man vielleicht mit Herz Lusche, nein, auch zu gefährlich. Spielt man den Buben dann hinterher oder dann Herz oben unten, wenn die Buben zusammensitzen. Also von vorne bis hinten haben wir das Spiel beleuchtet, schlicht uns fiel einfach auf. Es gibt nicht den zwingenden Siegzug, wenn es dann so sitzt, dann kann das Spiel ab und zu mal umkippen. Trotzdem haben wir kurz bevor wir dann zu Hause waren, eine Verbesserungsidee gefunden, die haben wir auch noch mal 5 Minuten von vorne bis hinten gewälzt und dann akzeptiert. Wir haben eine für uns gefühlte Verbesserungsidee fürs nächste Mal gefunden. Ja, könnt ihr, schafft ihr es vielleicht auf die Idee zu kommen, die wir dann da gemeinsam ausgebrütet haben? Habt ihr eine Idee gefunden? Ich löse es mal auf. Das Interessante war, wie schon gesagt, ich bekomme also ungefähr 1 oder 2 Wochen später die gleiche Verteilung nochmal in die Hand. Diesmal in Rothenburg beim Bundesligaspieltag und in dieser Serie hatte ich einen ausgesprochen starken Tisch. Hier links von mir saß Senad Edin-Seviroviç, zweifacher Europameister, bekannt als einer, wenn nicht der beste Skatspieler überhaupt in Hinterhand. Ari Burgas. Ich nehme also bei Passe Passe den Skat auf, gucke wieder in die gleiche Karte. Und schmunzelt schon so, wir flachsen so ein bisschen, ich sage, ja, genau die Karte ist ausdiskutiert, die Theorie haben wir dem letzt komplett erörtert. Ich drücke also wieder die beiden Luschen und setze meinen oder unseren gemeinsam ausgeheckten kongenialen Plan in die Tat um. Und zwar simuliere ich die Mittelbuben. Das war das, worauf wir gekommen sind. Wenn wir statt Kreuz, Karo, Bube die Mittelbuben gehabt hätten, dann wäre es ja gar keine Frage, dass wir einen Buben aufgeschlagen hätten. Und ich simuliere die Mittelbuben allen Ernstes, indem ich mal aus dieser Konstellation mit dem Karo Buben eröffne. Das garantiert mir, dass ich gegen verteilte Buben das Spiel gewinne. Das garantiert mir aber auch, wenn jetzt ein Bubenrückschub kommt, dass ich damit wieder das Tempo habe, dass ich wieder im Spiel bin. Und so wie wir es diskutiert hatten, sollte das jetzt eigentlich die beste Eröffnung sein. Es war tatsächlich wieder so, dass es quer stand. Es fiel hier Herzbube und dann aus Hinterhand sowas wie Kreuzkönig. Und der Gesichtsausdruck von Eddie, der war köstlich, den habe ich mir aufbewahrt. Der guckte natürlich völlig irritiert, wenn auch nur ganz kurz, hat sich schnell wieder im Griff, denn Kartenverrat will man ja durch so eine Annonce auch nicht geben. Er sagte auch hinterher, hat überlegt, ob er jetzt direkt den Pikbuben zurückspielt, hat er dann nicht gemacht. Ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr ganz genau darauf, wie der Spielverlauf war. Ich habe irgendwo dann geschnippelt, eine 10 geschnappt und gewinne das Spiel allen Ernstes genau mit 61 Augen. So. Nun komme ich nach der Serie in den Kreis meiner Mannschaft und berichte natürlich brühwarm, dass ich diesen Grang genau so nochmal bekommen habe, mit Karo Buben eröffnet habe, genau mit 61 bekommen habe. Wollte natürlich Applaus und Schulterklopfen ernten. Stattdessen sagen Dirk und Kai zu mir, du Daniel, du warst gerade ausgestiegen, haben wir nochmal weiter drüber diskutiert. Ist eine absolute Käseidee, ist Quatsch, darfst du eigentlich so nicht machen. Ja, drüber nachgedacht und in der Tat
Es ist wohl Käse, es ist ein Experiment, aber es funktioniert einfach nicht. Erstens mal, wenn die Buben verteilt sind, verschenkst du so natürlich jede Schneiderchance. Und ansonsten kann es einfach nicht richtig sein, hier eine schwächere Karte quasi zu simulieren. Dass ich jetzt das Spiel zufällig mit 61 gewonnen habe, war natürlich herrlich, aber wahrscheinlich hätte ich es andersrum auch gewonnen, beziehungsweise so war es wohl sehr glücklich. Also irgendwie ein Experiment, auch mal was Lustiges, soll euch vielleicht am ehesten zeigen. Analysiert die Karten, denkt drüber nach, versucht Verbesserungen zu finden. Manchmal führen sie euch dann auch in die Irre. Aber ja, wie gesagt, für den Gesichtsausdruck von Eddie war es diesen Spaß wert und das Spiel wurde mit 61 gewonnen. So weit also gar nicht unbedingt alles verkehrt gemacht. Ja, dann hoffe ich mal, dass ihr an dieser Knobelei genauso viel Freude hattet, dass ihr auch so ein bisschen experimentierfreudig seid, das Ganze nicht so bierernst nehmt. Natürlich trotzdem immer versuchen, die besten Züge zu finden. Nur das kann beim Skat zum Erfolg führen. Wir sehen uns demnächst mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich wie immer gut Blatt.